Noch ein wenig Kajal und schon ist Zara bereit für das große Finale der Miss Vienna 2018 in der Millennium City. Für jede der 13 Teilnehmerinnen eine riesige Herausforderung. Das Gehen geht ja, also das vergisst man ja nicht, aber die Ausstrahlung, ja, da muss man wirklich on point sein. Um die Mädchen ideal auf die Misswahl vorzubereiten, hat es ein eigenes Camp gegeben. Ich bin der Drill Instructor und ja, ich meine, man muss den Mädels natürlich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben geübt, wie man richtig Interviews gibt, wie man richtig geht. Wir hatten 4 Fotoshootings für Sonnenbrillenmarke. Und auch Bikini. Es war eine spannende Zeit, auch eine aufregende Zeit, weil man sich natürlich auf einen besonderen Abend vorbereitet. Aber ich glaube, sie sind jetzt ready für den Abend. Und für alles, was dazugehört. Was darf nicht passieren? Auf dem Laufsteg hinzufallen. Dass ich irgendwie böse dran schaue. Dass ich nur 4er kriege. Ja, sowas. 6 vom Fit One Chef, quasi der Vermieter. Gleich in der ersten Reihe die hochkarätig besetzte Jury, darunter die amtierende Miss Austria. Die Wahl zur schönsten Österreicherin hat ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Ich war in Las Vegas bei der Miss Universe Wahl, ich habe den Opernball eröffnet, also es hat sich echt viel verändert und ja, also war echt ein tolles Jahr. Das auch zu haben, muss man wohl lernen, auf etwas verzichten zu können, oder? Naja, so viel verzichten musste man jetzt nicht. Man musste sich halt schon einplanen, dass man jetzt viel Catwalk-Training hat und auch Fotoshootings und so, dass man halt viel Zeit in Anspruch nehmen muss. Und deswegen musste ich das halt auch mit dem Studium irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber was studierst du? Lehramt. Auf Biologie und Psychologie. Gut zu wissen, für die Jury zählen nämlich nicht nur äußere, sondern auch innere Werte. Körpermaße sind da eher sekundär, finde ich, sondern es muss was rüberkommen und sie muss mich in den Bann ziehen. Dann ist sie die neue Miss. 2 Missen hat Chris Steiner bereits zur schönsten im Lande gemacht. Schafft ihr heuer das Triple und wenn, dann mit wem? Sarah hat es in die engere Auswahl geschafft. Vivienne Reinhardt, die bereits vor 2 Jahren die Krone im Burgenland geholt hat, ist neue Miss Vienna. Sarah ist aber auch mit dem 2. Platz zufrieden. Sehr zufrieden, ja. Vor allem, weil ich jetzt zusammen mit der Vivienne ins Miss Austria Camp fahren darf und an der Miss Austria Wahl teilnehmen darf. Und sie ist so ein lieber Mensch und ich freue mich einfach, das mit ihr zu machen. Deswegen war es mir in dem Moment eigentlich fast egal, wer es von uns wird. Hauptsache, wir haben beide die Möglichkeit auf den Miss Austria Titel. Ich glaube, mit der Vivienne als Miss Vienna ist ein Wahnsinn. Also sie ist super. Sie bringt alle Voraussetzungen mit. Sie schaut gut aus, sie ist am Laufsteg eine Rakete und sie will gewinnen heuer. Fehlt nur noch der Termin zur Miss Austria-Wahl, denn der ist noch nicht endgültig fixiert.